Wir laufen jetzt hier. Warum steht der hier? Bin ich total aufgeregt. Ich bekomme nämlich jetzt gleich Besuch. Meine Mädels kommen und oh mein Gott. Ich kann es euch nicht sagen, wie aufgeregt ich bin. Deshalb halte ich mich jetzt kurz. Ich wollte euch nur sagen, dass es ja so ist. Ich hatte letzte Woche Geburtstag, wie ihr ja alle wisst. Also die meisten. Herzlichen Dank auch nochmal an der Stelle für die vielen Glückwünsche. Und es war ja unter der Woche. Da konnten natürlich die wenigsten. Und an dem Samstag dann hatte Basu Geburtstag. Vielleicht wisst ihr jetzt schon, wer kommt. Also konnten wir da auch nicht feiern. Und deshalb haben wir es jetzt eine Woche später gemacht. Und ja, heute ist Samstag und oh mein Gott, sie werden gleich kommen. Ich zeige euch hier hinten gerade den Tisch. Ich habe schon soweit alles vorbereitet. Was genau ich gekocht habe und so weiter, zeige ich euch auch im Anschluss. Und lasst euch jetzt einfach mal überraschen, wer gleich kommt. Und oh mein Gott, ich bin total hippelig und ich sag mal bis später. So, meine Lieben, da bin ich wieder. Oh mein Gott, die Aufregung hat nicht nachgelassen, denn meine Mädels sind da. Ich bin fix und fertig. Denn sie haben tatsächlich was mitgebracht. Oh mein Gott, ich war völlig von den Socken. Egal, ich zeige euch jetzt, wer da ist. Ta 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 ta. Und wahrscheinlich kennt ihr sie natürlich alle. Und zwar zum einen die wunderschöne Göste, die wunderschöne Tara, die wunderschöne Sandy. Okay, spiegelverkehrt ist total scheiße, kann ich nicht. Dann die Nathalie, die wunderschöne. Und meine allerliebste Steffi, die wunderschöne. Und zu guter Letzt, schauen wir mal, wer noch da ist. Oh mein Gott, nur wunderschöne Frauen habe ich hier an meinem Tisch sitzen. Ich verlinke euch natürlich alle in der Infobox, aber das glaube ich, brauche ich gar nicht, weil ihr sie schon alle kennt. Und ich bin total aufgeregt. Es werden gerade Geschenke aufgemacht, ihr seht. Und ich habe ganz viel zu essen vorbereitet, das zeige ich euch später. Ich muss jetzt Schluss machen. Tschüss! Noch mehr Geschenke! Ja, das von der Steffi? Von der Nathalie? Von wem waren jetzt das? Steffi, war das von dir? Oh Gott, ich bin aufgeregt. Ich mach's mal eben auf. So, meine Lieben, schaut mal, was die Steffi mir mitgebracht hat. Oh mein Gott, ich habe gerade einen hysterischen Anfall bekommen. Die armen Mädels, die neben mir saßen, denn ihre Ohren sind jetzt quasi am Bluten. Und ich zeige euch was. Das habe ich euch noch nicht erzählt. Ich habe nämlich auch für Lionel Richie eingedeckt. Aber die Steffi wusste nichts und die hat mir diesen wunderschönen Bilderrahmen hier geschenkt. Und die Sandy sagt gerade, sie ist sehr aufgeregt, weil sie wird jetzt gleich neben Lionel Richie sitzen. Oh Mann, ich sag's euch. Also ich bin total begeistert und super aufgeregt. Ihr merkt schon. Tara, was machst du? Achso, Geschenke. Wir wollten doch essen, Kinder. Das ist ja so typisch, ne? Was? So typisch Blogger. Was machen die Mädels da drinnen? Mädels, was macht ihr? Wir trinken und trinken. Ja, ja, das ist ja, die denken, dass sie sterben. Und dann sterben die Leute tatsächlich. Ich kenne einen, der hat da die Frauen Herz transplantiert gekriegt. Und hat sich so drauf konzentriert. Tada! Schaut mal! Wir gehen jetzt spazieren. Ach, sieht man euch? Ey, ihr seid voll groß. Wir gehen jetzt eine Runde spazieren. Wir haben total viel gefuttert. Ich will jetzt keine Schimpfwörter sagen, ich filme. Also, wir laufen jetzt hier. Warum steht ihr hier? Ich habe gesagt, sie sollen hinter mir laufen, weil ich jetzt mal ganz stolz bin und euch das zeigen wollte, weil ich hier immer entlang laufe mit meiner Bella frühmorgens und die ganzen Nachrichten der Mädels checke. Und oh mein Gott, jetzt laufe ich gerade mit meinen Mädels hier den Weg entlang. Wir haben beide Bellas dabei. Die Steffi hat ja ihre Bella. Ihr merkt schon, ich bin noch total aufgeregt. Also die Steffi hat ja auch ihre Bella mitgenommen und oh mein Gott, ich bin außer Atem. Ich bin so aufgeregt. Ich bin so glücklich, dass die Mädels gekommen sind und ja, es ist einfach ein wunderschöner Tag und ein unvergesslicher Geburtstag gerade im Moment für mich. Also Geburtstagsfeier, ihr wisst ja, was ich meine. Also bis später. Mädels, wollt ihr jetzt echt auf den Spielplatz gehen? Ja.
Und dann bringt ihr mich auch in den Okay, die Mädels wollen aber spielen. Wir haben jetzt mal die Kameras getauscht. Und ich habe jetzt Heidis Kamera. Und ja, ich filme damit ein bisschen. Ja, hier ist die liebe Heidi. Das wäre natürlich auch interessant. Und die bekommt jetzt auch eine neue Kamera. Ja, Heidi, es ist so cool bei dir. So, so cool. Das müssen wir echt öfter machen. Ja, da hinten stehen auch noch ein paar Mädels. Und ja, wir laufen jetzt da so ein bisschen durch den Wald. Hallo, ja, so, so cool. Und jetzt ja, gehen wir ein bisschen spazieren und ja, genießen noch die Stunden miteinander. Und gleich gibt es Kaffeekuchen. Ich habe einen Kuchen gebacken. Ich hoffe, das schmeckt allen. Und ja. Alle drehen vollkommen durch. Kannst du weglaufen? Ja. Also, crazy, Leute. Das stimmt ja nicht, dass er nicht auf die Kraft hat oder so, ne? Ich sag das immer extra. Wirklich zufällig. Ein Finley beim Karate. Aber oh. Ach, weißt du, wenn man viel so Quatsch macht. So, schaut mal, wo die Mädels stehen. Oh mein Gott! Das habe ich hier noch nie gezeigt in dem Video. Setzt euch mal alle einen Hut auf und dreht euch mal um. Ja, weiß ich, was ich dir mitbringe von Spanien. Oh, das ist eine Sache. Ey, guck mal, da ist... Ey, Mädels, schaut mal. Seid ihr fertig? Nein, auch nicht. Setz den Hut wieder auf. Das ist mein Recht. Setz den Hut wieder auf, Köste. Hut auf. Da unten ist noch ein schwarzer. Ja, genau. Unglaublich, die Mädels. Hallo? Das ist alles nur Plastik. Tara kontrolliert meine Tasche, ob sie echt ist. Das ist reines Plastik. Die ist echt. Nicht eine Doppelnaht, die ist echt. Ist sie echt? Ja. Ja, der hat sie in Paris. Ich hab so Angst. Champs-Élysées im Originalladen. Nee, die ist echt. Die ist beim Spatengeld. Die hat doch keine Doppelnähte. Das ist nur nichts. Das ist ein Weekender. So, wir sind jetzt zurück vom Gassi bzw. spazieren gehen. Und die liebe Sandy hat einen Kuchen für uns gebacken. Unglaublicherweise. Die ist ja wirklich so eine Backqueen, also unsere Backqueen. Aber das wisst ihr ja wahrscheinlich schon alle. Und ich zeige euch jetzt mal den Kuchen und ich freue mich jetzt schon wahnsinnig, ihn anzuschneiden. Aber eigentlich ist es zu schade, ihn anzuschneiden. Schaut mal. Könnt ihr es erkennen? Ja, ich zeige ihn euch jetzt gleich nochmal besser und wir lassen es uns jetzt schmecken und quatschen weiter. Bis gleich. Ich glaube, ich habe auch Aufnahme gemacht. Schaut mal, was die Tara mir noch schenken möchte zum Geburtstag. Das war unvorbereitet. Guck mal, die sagt nicht mal was. Sag mal. Ja. Kannst du nehmen. Okay, tschüss. Bin ich jetzt noch mal? Ich melde mich zurück. Wir haben jetzt Tara und Göste zum Bahnhof gebracht. Leider mussten sie schon gehen und ja, wir sitzen jetzt noch mal gemütlich hier. Wir essen noch eine Kleinigkeit. Es ist nämlich schon abends. Wie spät haben wir es denn, Mädels? Wir haben 10 nach 8. 10 nach 8, okay. Also wann haben wir die Tara zum Bahnhof gebracht? Kurz nach 6. Kurz nach 6. 6, kurz nach 6, ja, mit der Göste. Es war total traurig. Wir wollten uns noch gerne weiter unterhalten. Aber gut, so ist es halt nun mal. Wir sehen uns wahrscheinlich bald wieder. Also hoffentlich, oder? Ja, muss sein. Ja, muss, hallo. Und genau, wir lassen es uns jetzt weiterhin schmecken. Also ihr seht, wir schlemmen hier ohne Ende. Und quatschen einfach weiter. Bis später.
Wollt ihr noch was sagen, Mädels? Tschüss. Tschüss. Toll. Total viel habt ihr jetzt gesagt. Später sagen sie noch was, wenn ich sie abgefüllt habe mit Alkohol. Übrigens, wo ist meine Melonebowle? Ach nee, du musst... Ich trinke kein Alkohol. Ja, genau. Es war auch nur Spaß. Ja, wir haben ja Fahrer hier. Die Steffi schläft bei mir. Die Nathalie, die kann ein bisschen Alkohol noch trinken. Ich mache hier ein paar Party. Ja. Also, bis später. Hallo meine Lieben, ich melde mich mal kurz zurück. Wir haben es jetzt Sonntag. Es ist kurz nach zwei und ja, ich bin total müde, wie man wahrscheinlich auch unschwer erkennen kann. Es ist ziemlich spät geworden heute Nacht. Wir haben bis 2 Uhr gequatscht und heute Morgen um 6 bin ich dann aufgestanden, habe meine Küche soweit klar schiff gemacht und habe den Mädels Frühstück vorbereitet. Die Steffi und die Mayra haben ja hier geschlafen. Wir sind jetzt leider schon gefahren. War total traurig, aber ich werde auf jeden Fall immer an diesen wunderschönen Geburtstag denken. Ich habe natürlich auch ein bisschen was mitgefilmt, aber nicht ganz so viel, denn ja, es ging natürlich nicht nur um YouTube. Wir haben auch viel Privates bequatscht und da sind natürlich die Kameras ausgeblieben, ist ja ganz klar. Und ja, es war einfach unbeschreiblich schön. Ich werde diese Mädels immer in meinem Herzen haben, denn ja, sie sind einfach unbeschreiblich. Also ich bin immer noch fix und fertig, ihr merkt schon, ich bin auch teilweise sprachlos gewesen. Die Mädels haben mir sogar was mitgebracht, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ich war echt total geflasht. Auf einmal hatte ich einen riesen Karton vor mir und musste den auspacken. Dann haben die auch noch ein Lied für mich gesungen und ich dachte mir nur so, oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Und ja, das Lustige ist, dass ich früh morgens um 6 meine Haare geglättet habe und ja, mir noch YouTube-Videos angeschaut habe. Unter anderem die Mayra, die hat nämlich einen Haul hochgeladen und zeigt eine rote Lederjacke. Und dann schreibe ich noch in die Kommentare, ja, also die bringst du dann direkt mit, wir sehen uns ja gleich und die anderen Sachen kannst du auch noch mit einpacken. Ja, und was bekomme ich geschenkt? Oh mein Gott, eine rote Lederjacke. Sie ist wunderschön. Ich kann das immer noch nicht glauben. Denn ja, wer mich kennt, weiß, dass ich schon die ganze Zeit auf der Suche war nach einer roten Lederjacke. Und die Mädels ja, haben sich da Gedanken gemacht. Aber wie gesagt, ich habe eigentlich mit gar nichts gerechnet. Also ich hätte jetzt echt nicht erwartet, dass sie mir was mitbringen. Und jetzt habe ich diese Lederjacke, oh mein Gott. Und immer wenn ich sie trage, werde ich an diesen wunderschönen Geburtstag denken. Die Tara hat uns dann auch noch was mitgebracht, und zwar dieses Haaröl, das liebt sie ja total. Die Tara hat ja wunderschöne Haare, also unglaubliche Haare hat sie. Ich habe sie angefasst, die Haare von der Tara. Und ja, diese zwei Bürsten hat sie uns noch mitgebracht. Ich bin total gespannt, wie sie sich bei mir so verhalten. Steffi hat mir ja diesen wunderschönen Bilderrahmen mit Lionel Richie gemacht. Das geht hier am Tisch nämlich nicht auf. Und wir hatten noch einen Platz frei und habe ich mir gedacht, ach, jetzt decke ich mal für Lionel Richie ein, so aus Spaß, ne? Und dann bringt die mir diesen Bilderrahmen mit. Ich habe echt gedacht, ich sehe nicht richtig. Ja, dann habe ich noch eine Karte bekommen. Auch süß. Und die Steffi hatte mir, ja, genau zu meinem Geburtstag diese Karte hier geschickt. Und ja, die Sandy hatte dann durch Zufall diesen Typen hier auch gebacken, also das Sixpack quasi hat sie gebacken, habt ihr ja bestimmt auch schon gesehen, jetzt dann in meinem Video, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich gefilmt habe, aber ja, ihr könnt auch gern mal die Follow Me Arounds von den Mädels anschauen, die sind wahrscheinlich schon online, wenn meins online kommt, weil ich jetzt echt keine Zeit habe, das zu schneiden. Ich werde jetzt mit meiner Familie zu den Hüpfburgen fahren, damit meine Kinder jetzt auch Spaß haben, damit ich kein schlechtes Gewissen habe, denn es ist ja Sonntag und es ist ja Familientag, ich hatte ja gestern nicht viel von meinen Mäusen. Mein Mann hat sich gekümmert und ja, ich hatte einfach eine wunderschöne Geburtstagsfeier. Ich kann es echt noch nicht glauben, dass die Mädels da waren. Die sind echt unbeschreiblich, meine Mädels. Also ich habe die so in mein Herz geschlossen. Ich kann denen wirklich alles anvertrauen, was jetzt YouTube betrifft oder auch Privates. Das ist echt der Wahnsinn. Und ja, sowas zu finden ist schon echt schwer, ne? Also heutzutage, gerade heutzutage, ist es wirklich total schwer und ich bin einfach nur dankbar. Dankbar, dass ich diese Mädels gefunden habe, wirklich. Also ich kann es immer noch nicht glauben. Ich bin total geflasht und ich beende jetzt dieses Video, weil sonst wird es total lang. Vielen, vielen Dank, Mädels. Einen dicken Kuss an euch, dass ihr da wart und natürlich auch an euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, mein kleines Follow Me Around oder großes, mal schauen, hat euch gefallen. Ja, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Thank you.
no gravity that sucked me in your orbit. There's no magnet that was in your heart. The one restriction was the friction that was keeping